Hallo, meine Lieben, ich grüße dich. Ich bin deine Kuya Lorena. Und im Moment, ich tue irgendwas Heiliges. Die Anwendung von unserem Palo Santo möchte ich heute mit dir teilen. Palo Santo oder heiliges Holz ist ursprünglich aus Lateinamerika, aus Peru, Mexiko, Honduras, Guatemala und anderen Ländern von den Regionen. Wie du siehst, ich habe den so als verbrannt, bis das Feuer gekommen ist, die Flamme, und danach habe ich ihn geschüttelt, bis dieser weiße Rauch entstanden ist. Dieser weiße Rauch hat eine besondere Wirkung, nicht nur für Räumlichkeiten, sondern auch wenn du dich selbst, dein Körper sozusagen mit diesem Rauch umgibst. Wenn der Rauch aufhört zu räuchern, dann kannst du erneut für einen Augenblick dein Holz brennen lassen, kurze Flamme und dann schütteln, bis der weiße Rauch kommt. Die große Fähigkeit von diesem heiliges Holz oder Palo Santo ist, dass er wirkt, Stress abbauen. Er ist antibakteriell und er ist auch antioxidant. Diese Palo Santo würde benutzt seit Inka-Zeiten für heiligen Ritualen. Warum würde die Palo Santo für heiligen Ritualen durchgeführt? Es ist so, dass ein Ritual, die in der Inka-Zeit durchgeführt worden sind, war verbunden mit großen wichtigen Gebeten, zum Beispiel um eine Wettervorhersage zu erreichen, die für den ganzen Land sich positiv bewirken kann, damit das Wetter gut besonnen ist, wie man sagt, mit der Nahrung, die für den Menschen zu kommen wird. Und dafür war wichtig, erstmal die Räumlichkeiten mit diesem Rauch dementsprechend an den ganzen Raum zu verteilen. Die Menschen haben sich auch mit diesem Rauch dementsprechend umgegeben, so wie ich das vorhin erklärt habe. Und dadurch ist das, der ganze Duft hat den ganzen Bereich, den ganzen Umfeld sozusagen umgegeben. Denn Rauch hat eine besondere Wirkung. Und zwar, er beseitigt negativen Energien. Negativen Energien, die erzeugt worden sind durch negative Gedanken, zum Beispiel auch durch die schwarze Magie und Energien, die nicht im Raum einfach passen. Oder diese Unruhe beseitigt auch. Wenn du in dein Haus zum Beispiel oder in deinem Wohnzimmer mit jemandem diskutiert hast und du möchtest, dass die Energie sich wieder beruhigt, räuchere ein bisschen mit diesem Palo Santo den Raum und dann warte ein bisschen und du wirst sehen, dass die Energie besänftigt sich auf alle Fälle. Die Türen oder Fenster öffnen, damit der Rauch die dunklen Energien oder die negativen Energien mit sich nehmen. Und nochmal räuchern. Du musst nicht so extrem räuchern, sondern dass der Duft sich zeigt. Ich habe auch selbst erlebt, weil meine kleine Hund, die sehr unruhig war, weil der Kontakt mit so vielen Menschen, kleine Welpen dementsprechend beunruhigt. Und wir haben ihn kurz geräuchert und sofort musste er einfach schlafen gehen. Auch für die unruhigen Nächte von kleinen Kindern ist sehr hilfreich dieser zarte Duft von der Palo Santo. Der Palo Santo kannst du auch anwenden, zum Beispiel, wenn du eine Erkältung oder eine Grippe hast. Du kannst den ganzen Raum, wo diese Bakterien sozusagen noch sind, auch mit diesem Duft dementsprechend beseitigen. Das hilft unwahrscheinlich. Was du auch machen kannst, ist sogar, wenn du raspelst dieses Holz, du kannst circa einen Teelöffel von diesem geraspelten Holz in einen Topf köcheln lassen mit
ungefähr, würde ich sagen, 300 Milliliter Wasser für 15 Minuten nur köcheln lassen und danach lässt du es ausruhen für 5 Minuten. Du siebst dementsprechend das Holz und dann du trinkst nur die Flüssigkeit mit vielleicht ein bisschen Honig und du wirst sehen, dass die antibakterielle Wirkung fühlt sich sehr stark im Körper. Es ist gut auch für den Hals, Rachen und auch für den ganzen Viren und Bakterien, wenn man sich nicht so gut fühlt. Eine andere besondere Nutzung von der Palo Santo ist zum Beispiel, dass aufgrund seiner Wirkung und seiner Heiligtum für uns ist, dass du kannst zum Beispiel ein Stückchen von diesem Palo Santo bei dir als Amulett immer haben, weil der ist bekannt als ein Glücksbringer. Aufgrund dessen, dass seine Duft, allein seine Duft, auch wenn er nicht verbrannt wird, dann auch allein seine Duft und seine Präsenz bringt dazu, dass dein Umfeld nur mit positiven Energien umgegeben wird, weil er beseitigt alle negativen Energien. Meine andere Empfehlung, wie du es anwenden kannst, wäre, wenn du schlaflose Nächte hast, wenn du unruhige Nächte hast, dann bring ein Stückchen von Palo Santo unter dein Kissen. Und du wirst sehen, dass es wird irgendwas passieren, was dich ein bisschen mehr Ruhe bringen kann. Eine andere Empfehlung ist, aufgrund dessen, dass diese Palo Santo, der Duft, beseitigt negativen Energien, was ganz wichtig wäre, wenn du ein paar Palo Santos in einem schönen Körbchen am Eingang deines Hauses, innerhalb deines Hauses, dementsprechend als Deko, sagen wir so, auch hinterlässt. Dass der alleine Präsenz von der Palo Santo wirkt reinigend. Wenn jemand reinkommt, du weißt am Eingang des Hauses, man kommt rein, man kommt raus, Menschen kommen rein, Menschen kommen raus. Und wichtig ist, dass du den Umfeld deines Hauses immer beschützt hältst. Und wie besser, als wenn ein paar Palo Santos am Eingang deines Hauses so sichtbar sind. So, meine Lieben. Nicht vergessen, dass die Herkunft dieses Baumes ist auch sehr wichtig. Es wird diesem Baum so oft missbraucht, wie auch so vielen Sachen, die wir auch in der jetzigen Zeit kennen. Ein richtiger Palo Santo ist ein Baum, der umgefallen ist und nach circa 5 bis 8 Jahren, dass er in dem Stadion die Möglichkeit hatte, diese sanfte Öle zu bringen, damit diese Antioxidanten, antibakteriellen Wirkung von diese ätherischen Öle wirksam sind. Achte dafür, dass diese besonderen Palo Santo kommt üblicherweise aus Lateinamerika, aus den Ländern wie Guatemala, Peru, Mexiko, Ecuador, Honduras. Und diese Palo Santo habe ich selbst erlebt, dass er wird online sozusagen als Palo Santo verkauft und am Ende bekommst du eine andere Sorte von Holz. Sorge dafür, dass die Herkunft die richtige ist. Von meiner Seite aus, ich lasse importieren der echte Palo Santo aus meinem eigenen Land, aus Peru, weil ich nutze auch diese Palo Santo für meine eigenen schamanischen Rituale und schamanische Arbeit. Und ich kann nur dir sagen, es ist eine der besten negativen und Dämonenvertreiber, die ich kenne. Ich nutze es besonders auch zusammen mit der weißen Salbei, aber ich benutze das zum Beispiel, wenn ich Extraktionen oder Besetzungen extrahieren möchte.
nutze ich besonders den Palo Santo, weil das ist ein Geruch, die die Energien, die hier leben, nicht kennen. Und als ein Duft, der unbekannt ist, dann dementsprechend hilft noch mehr als Dämonenvertreiber, wie man es ist. So, meine Lieben, ich hoffe, ich dürfte dich ein bisschen unterstützen, rein informativ bezüglich dieses besondere heilige Holz, Palo Santo. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich sage dir dann bis bald. Alles Liebe und tschüss.